Auf den Punkt jetzt bitte. Welche formellen Voraussetzungen muss ich als Vertrauensperson erfüllen, um mich schulen lassen zu dürfen bei der WAF? Naja, Sie reden von formellen Voraussetzungen. Im engeren Sinne gibt es die gar nicht. Sie brauchen keine Genehmigung Ihres Arbeitgebers, um eine erforderliche SBV-Schulung zu besuchen. Soll ich den Satz nochmal wiederholen? Sie brauchen kein Okay Ihres Arbeitgebers. Natürlich müssen Sie dem Arbeitgeber gegenüber ankündigen, dass Sie sich bei der WAF nunmehr schulen lassen, zu welchem Thema und wann. Diskutieren oder streiten müssen Sie mit dem Arbeitgeber aber nicht. Und auch bei Spezialschulungen, einer AGG-Schulung etwa, müssen Sie nur darlegen, warum es dafür einen betrieblichen Anlass gibt. Und Sie wissen, was ich weiß, oder? Es ist die Vertrauensperson selbst, die im Rahmen ihres Beurteilungsspielraums über einen solchen Anlass entscheidet. Das heißt, wir sehen uns bald auf einer WAF-Schulung. Und bringen Sie das stellvertretende Mitglied mit der höchsten Stimmzahl mit. Eines noch, haben Sie ein stellvertretendes Mitglied herangezogen, ständig, für einzelne Aufgaben der SBV, dann ist, was viele gar nicht wissen in der Praxis, auch dieses stellvertretende Mitglied ohne weiteres schulungsberechtigt. Also, lassen Sie sich mal nicht unterkriegen und, ganz wichtig, lassen Sie sich schulen.